Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe und ich habe irgendwie völlig verdrängt, dass heute wieder Baro kommt. Liegt vielleicht daran, weil jetzt der Dev-Stream auch heute kommt und deswegen für mich die Sache eigentlich wöchentlich ein bisschen getrennt war. Aber hey, was soll's, was soll's. Auf geht's zu Baro und ja, dann weise ich nach vor allem noch darauf hin, was ihr unbedingt über das Wochenende vielleicht euch ansehen solltet, damit ihr was umsonst abstauben gehen können. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Das hat was mit dem Deathstream zu tun, sage ich vielleicht jetzt schon mal. Und ja, springen wir direkt mal los zum guten Baro. Heute ist Baro aufgeschlagen auf dem Saturn bei dem Kronia-Relais. So, jetzt bin ich auf dem Relais auch aufgeschlagen und wie ihr deutlich erkennen könnt, noch ein Tag und 22 Stunden ist Baro jetzt noch im Spiel und dann wird er natürlich wahrscheinlich so Sonntag gegen 15 Uhr sich wieder verabschieden. Denkt dran, was wir heute uns hier angucken ist für die PC-Version von Warframe, was auf den Konsolen passiert. An dieser Stelle kann ich nicht wirklich was zu sagen, also ich könnte was theoretisch zu sagen, dann müsste ich auf einer Webseite nachgucken, aber könnte es euch nicht zeigen und deswegen lasse ich es direkt von vornherein. Deswegen geht es direkt los mit dem ersten Teil, nämlich PEC, Leader Sigil. Und das ist ein Teil, was ich tatsächlich nicht kenne. Es sind tatsächlich Sigils, die wir uns kaufen können, eben für den Kabat als auch für den Kubo. Und ich muss sagen, ich bin ausgesprochener Fan von Prisma-Effekten. Und hier muss ich sagen, es ist zu viel, weil ich kann fast das Emblem kaum erkennen. Also das Sigil. Ich kann wirklich kaum erkennen, was das jetzt hier darstellen soll. Ich meine, ich weiß, wie es aussehen müsste, deswegen kann ich es ungefähr kennen. Allerdings, na gut, man muss vielleicht mit der Farbe ein bisschen was korrigieren, damit es vielleicht das Gewaber vielleicht anders aussieht. Aber ansonsten, naja, sag ich jetzt mal. Und wenn wir das Glaring Sigil, also vom Cover uns das ansehen, es ist nicht so viel besser. Man kann wirklich das Ding fast kaum erkennen. Aber hey, ansonsten finde ich die Idee nicht schlecht. Ansonsten finde ich die Idee nicht wirklich schlecht. Unabhängig mal davon, dass die Dinger natürlich außer der Optik nichts wirklich bringen im Spiel, aber hey, wer jetzt unbedingt ein Fan von einem Hundi oder einer Katze ist, der kann jetzt das ein bisschen betonen, indem er eben so ein wabendes Ding auf seine Brust oder seinen Rücken tackert. Okay, gehen wir recht mal weiter. Wir haben hier wieder einige Elementmods am Start und die haben alle eins gemeinsam. Sie alle machen Bonus, elektrischen Schaden und Statuschance. Wie zum Beispiel hier Jolt oder auch Ruck im Deutschen. 60% eben Bonus, elektrischer Schaden, also auch Status, halt für Pistolen. Dann Voltaic Strike oder auch Voltaischer Schlag. Oh Gott, das ist ein Zungenbrecher jedes Mal. Das ist der Spaß eben für die Nahkampfwaffe. Yep. Dann High Voltage oder auch Hochspannung eben für Gewehre. Und zu guter Letzt Hellschock oder auch Schockhülse, das gleiche nochmal für Schrotgewehre. An der Stelle müsste ich mal gerade was raushauen, ich tue es jetzt einfach mal, weil ich es gerade kann, und zwar Shellschock. Wenn ich mich nicht gerade völlig vertue, war das auch damals eine Begrifflichkeit im Ersten Weltkrieg, um zu bezeichnen, wie Soldaten darauf reagieren, wenn sie die ganze Zeit Todesangst haben oder eben von Atreidi beschossen werden. Jetzt nicht getroffen, aber in der Nähe davon stehen. Das heißt, man wollten die Klappen irgendwann zusammen und sind fertig mit der Welt. Heute nennt man den ganzen Kram, glaube ich, PTSD, dieses Post-Blabla-Stresssyndrom, ich krieg das nie zusammen. Aber ja, also irgendwas, sowas in die Richtung war es auf jeden Fall. Und interessanterweise hat sich auch dieser Begriff auch nicht nur einmal geändert, sondern diverse Male, gerade in Amerika, mit der Bezeichnung her. Fand ich nur gerade interessant, ist mir gerade wieder eingefallen, gerade wo ich es gelesen habe. Gehen wir lieber schnell weiter. Und hier hätten wir die Prisma-Angstrum, egal wie es heißt. Ich würde sagen, das ist ein prismafarbener Boltor. Warum ist es ein Boltor? Es schießt kleine Explosivraketen ab und wenn ihr in der Nähe davon steht, seid ihr selber Toast. Ja, mehr oder weniger ist es das. Mhm. Und wenn ihr das Ding halt schon normal gehabt habt, könnt ihr es eben nochmal in Prisma-Version euch holen, damit ihr A, ein bisschen mehr Schaden macht und B, natürlich ein bisschen vielleicht stylischer aussieht wegen dem Prisma-Effekt. Vielleicht ist es das. Aber gucken wir kurz, was da sonst noch schön ist. Hat für Stats nämlich hier, wir brauchen dafür Meisterschaftsrang 8. Accuracy 26,7, Charge Rate, weil man muss nämlich aufladen, bevor man schießt, 0,6, wobei man muss nicht wirklich aufladen, man kann es aufladen, damit mehrere Projektile auf einmal abschießt, aber man kann auch einfach so kurz klicken, dann schießt man nur einmal, aber ja, Charge Rate ist eben 0,6 Sekunden, eine Crit-Chance von 18% und ein 2,2-fachen Multiplier, Feuerrate von 2 Schuss pro Sekunde und Magazingröße von 3. Ich bin ganz froh darüber, dass man nicht mehr da reinpacken kann. Aber Nachladegeschwindigkeit 1,8 Sekunden und eine Statuschance von, das ist mal eine sehr komische Zahl, 59,5? Interessant. Mir war gar nicht mehr klar, dass das so eine komische Zahl und so eine hohe vor allem war. Aber ansonsten macht das Ding standardmäßig 1350 Blastschaden. Das ist ziemlich viel. Das ist wirklich ziemlich viel und deswegen ist das auch der Grund, warum ihr wahrscheinlich selber meistens tot seid, wenn ihr von dieser Explosion eben selber mitgetroffen werdet. Mhm. Ganz egal, wie toll die Zahl ist, ich bringe mich damit immer selber um, deswegen lasse ich schön die Finger davon.
Dann hätten wir hier die Prisma Veritux. Ich glaube, in irgendeinem Video habe ich mal gesagt, dass das die beste Nahkampfwaffe für Arkwings wäre, was nicht ganz der Fall ist, aber wie dem auch sei, trotzdem ist das Ding nicht schlecht, ja. Er ist auf jeden Fall besser als die normale Veritux. Hat ein bisschen Stats hier und ein bisschen höher, aber ansonsten ist das Ding schön. Ich meine, davon abgesehen, dass es schön anzusehen ist. Aber nein, es hat auch sonst halbwegs brauchbare Stats, möchte ich einfach mal sagen. Nämlich Sachen wie Angriffsgeschwindigkeit, ein Schlag pro Sekunde. Das ist ganz okay. Crit-Chance 15% beim zweifachen Multiplier. Das ist für eine Arkwing-Waffe auch noch übersichtlich. Und natürlich Statuschance von 20%. Und natürlich jetzt schadenmäßig gesehen, also Durchschlag oder auch Puncture, 45 Schnittschaden von 210 und Einschlagschaden nochmal 45. Ja, sag jetzt einfach mal dazu. Ist es schön. Ich find's toll. Ich meine, ich bin Fan eben von Schwerter, gerade von Arkwing. Auch wenn ich jetzt nicht gerne im Arkwing rumfliege, aber das ist eine andere Geschichte. Dann scroll ich mal ein bisschen runter, damit wir auch direkt alles erkennen können, nämlich das Prisman Daedalus Set ist quasi komplett da. Leider nicht als Komplettpaket direkt verfügbar, aber zumindest können wir uns die jeweiligen Einzelteile uns organisieren, damit wir das Ding eben zusammen haben. Da haben wir nämlich einmal hier nämlich das fürs linke Bein das Teil, fürs rechte Bein das Teil, für die linke Schulter und für die rechte Schulter. Gerade für die Schulter muss ich sagen, ist das Ding Zucker von der Optik her. An dem Bein muss ich sagen, Und natürlich das Teil nochmal für die Brust. Und damit hätte er ja quasi das komplette Prisma Daedalus Set komplett. Am besten, wir gucken uns das mal gerade auch am Warframe hier an. Deswegen finde ich das klasse, weil es ist so schön raufragend, auch von vorne guckt, das hat irgendwie einen Eindruck von, das ist wie gewollt. Auch wenn das jetzt hier beim Excalibur ein bisschen seltsam aussieht gerade, weil da finde ich hier die Schultern tatsächlich insgesamt passender irgendwo. Aber trotzdem, bei den meisten Warframes ist gerade dieses Schulterteil sehr schön, vor allem auch gerade wegen dem schönen, wabernden Prisma-Effekt drauf. Gerade wenn das Ding hier schwarz ist und vielleicht rot hier rauf wabert, dann ist das schön. Und gerade wo ich meine wegen den Beinen, wenn man jetzt, ich bin jetzt so ein Freund davon, dass er so einen Block unten bei den Beinen hat, damit es irgendwie ein bisschen massiver aussieht. Und ja, so sieht das aus. Das erinnert mich jetzt irgendwie, ohne um mich jetzt gerade Bilder in den Kopf zu setzen, aber hat ein bisschen den Blick so, als ob man ein Stück vom Bein aufgesägt bekommen hat, so nach dem Motto. Und da bin ich kein Freund von der Idee und deswegen ist die Optik auch ein bisschen seltsam. Wenn hier das Ding jetzt frontal hier dran montiert wird oder hier vielleicht bei der Kniescheibe oder so, wäre das bestimmt cooler. Hier an der Seite sieht es ein bisschen aus wie irgendwie unpassend in meinen Augen. Aber hey, am Ende des Tages ist das natürlich wieder mal nur eine Geschmackssache. Und natürlich haben wir hier noch eben das Brustteil, wo ich sage dann, ja, das sieht eigentlich alles zusammen sehr cool aus. Gerade mit, wenn man hier ein bisschen mit Farben dran dreht, kann man einen sehr coolen Effekt hier auch bauen. Es gibt zwar den anderen Warframe, wo es nicht so cool aussieht, aber groß im Ganzen kann man nur sagen, eher besser als schlechter, ja. So, scrollen wir noch direkt einen ganzen Satz weiter runter. Dann geht es natürlich direkt hier weiter mit dem Redeemer Alexis Skin. Ja, ich finde es immer noch sehr interessant, wie die Waffe gezogen wird. Es macht irgendwie wenig Sinn. Aber trotzdem, die Waffe, also am Redeemer, der Skin, sieht toll aus. Kann man nicht anders sagen, auch wenn man den hier kaum erkennen kann. Aber gleich werden wir noch ein bisschen besser hoffentlich erkennen. Und wie gesagt, das Muster hier drauf, dieses, ich will mal sagen, gern Karo-Muster dazu sagen. Aber ja, die Dreiecke, die hier so rausgeschnitten worden sind, die sehen irgendwie cool aus. Und deswegen auch die Farbe her, muss ich sagen, Daumen hoch in meinen Augen. Deswegen, ja. Ja, auch wenn ich jetzt nicht sagen euch könnte, was für eine Farbe da dran ist. Das hat aber andere Gründe, aber nee, generell finde ich aber diesen Skin ziemlich nice. Wirklich, ziemlich nice. Ja, jetzt sehen wir nochmal richtig. So, sieht toll aus. Absolut Schmuck. Dann hätten wir hier Prisma Arrows. Ist einfach nur ein Skin für die Pfeile tatsächlich, die ihr mit eurem Bogen abschießt. Und es hat einen leichten Prisma-Effekt. Auch natürlich an den Pfeilen, die ihr hinten im Köcher stecken habt. Sieht dann bestimmt gar nicht so verkehrt aus. Wobei, gerade bei diesen Pfeilen, diese Enterhaken-Pfeile, frage ich mich immer noch so ein bisschen wie, wer stirbt davon, wenn er das abkriegt? Ich meine, rausziehen, wenn das meine Körper eindringen würde, wäre es bestimmt fies, wegen den Teilen davon oder dran. Aber ansonsten, naja, könnte ich Leute womöglich K.O. schießen damit. Dann hätten wir den Zephyr Immortal Skin, den ich persönlich ziemlich cool finde. Den habe ich bei mir beim Zephyr auch immer drauf. Es sei denn dem. Wobei, da können wir gleich mal gucken, weil ich habe ja den Zephyr Prime mittlerweile, ob dann dieser Immortal Skin auf dem Zephyr Prime auch irgendwie spezieller und vielleicht sehr cooler aussieht. Ich glaube, das sollte man wirklich gleich mal tun. Aber ansonsten gefällt mir die Farbverteilung an dem ziemlich gut, weil ansonsten am normalen Zephyr halt viele große Teile rein schwarz sind, die man nie einfärben kann. Und mit diesem Skin kann man es endlich einfärben. Deswegen bin ich davon ein sehr großer Fan. Und fast nun zuletzt Ketir Covered Armor mit dem obligatorischen Helm des Mutes für die Covereds. Damit sie auch nicht sehen, wo sie gleich reinlaufen und deswegen todesmutig sind, möchte ich aber mal gerade sagen. Ansonsten, naja, es ist halt, ja, ich meine, das Prisma-Effekt hier vorne finde ich ganz cool noch. Ansonsten
ich meine, mal ernst, generell, ich meine, die Covers haben jetzt nicht so viele tolle Rüstungen, manche davon sehen echt schlimm aus, und die sieht eigentlich noch ganz okay aus, alles in allem gesehen. Auch immer, es sei natürlich, man kann die Kitir-Optik nicht leiden mit den ganzen Karos, dann ist natürlich ein Desaster das Ganze. Und da kämen wir endlich schon zum letzten Punkt, The Sands of Inaros Blueprints, damit auch ihr die Quest 3 eben starten gehen könnt für den guten Inaros. Und damit ihr eben, wenn ihr Meisterschaftsrang 5 habt und ihr die Ressourcen anschleppt, euch die Quest bauen könnt, dann ein bisschen auf dem Indiana Jones-Style euch durch ein paar Ruinen prügelt und am Ende des Tages eben alle Teile für Inaros zusammen habt. Ja, wer das noch nicht gemacht hat, go, sag ich nur. Go, 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 go. So, das wäre jetzt hier Zephyr Prime mit der ganz normalen Ausführung, wie man eben kriegt, wenn man gebaut hat. Also sie natürlich. Und dann packen wir mal kurz den Immortal Skinner drauf. Der übernimmt natürlich jetzt auch die komplette Farbe eben vom Immortal Skin, was ich jetzt nicht unbedingt toll finden muss. Aber man kann vielleicht schon sehen, wenn ich es mal hin und her wechsle, dass natürlich andere Farbschemen plötzlich belegt werden. Am besten, ich tue hier mal eine andere Farbe drauflegen, damit man es vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Angenommen, wir hauen jetzt hier mal drauf sowas wie bei Random-Farben, die man vielleicht jetzt deutlicher erkennen kann. Welche, die jetzt nicht furchtbar... Oh ja, hier, das hier sieht gar nicht mal so verkehrt aus unbedingt. Doch, das, doch, guck mal hier, das ist... Mann! Der gute alte Random-Button, der ist immer für eine Überraschung gut zwischendurch. Aber nehmen wir den mir hier gerade, nehmen wir den gerade mal gerade an den Beinen, kann man es vielleicht sehr gut erkennen hier, wo deutlicher die Linien hier verteilt sind und wie sie verlaufen. Und wenn wir jetzt hier den Skin eben ändern zum Immortal-Skin, behält er natürlich die Farbe bei, allerdings tut er eben die Art und Weise, wie die Farben verteilt werden, eben abändern. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Gerade hier vorne könnt ihr vielleicht deutlich erkennen. Hier vorne seht ihr das, Moment, machen wir nochmal zurück. Seht ihr, was ich meine? Plötzlich gehen die Striche nämlich in völlig andere Richtung und tun eben nicht mehr den Konturen des Warframes folgen, sondern eben dem von dem Immortal Skin. Und das kann unter Umständen teilweise ziemlich geil aussehen. Am Ende des Tages aber wirklich eine Geschmackssache, wobei ich habe den Eindruck, hier kann man viel besser diese Metallteile hier dran erkennen als hier. Das könnte aber auch nur gerade sein, weil ich mich hier dran gewöhnt habe. Naja, mal gucken. Doch, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wer also eine andere Farbverteilung haben möchte an seinem Warframe, der Immortal Skin ist eben auch für die Primes ziemlich vorteilhaft. Apropos für die Primes, vielleicht sollte man ganz kurz einen Blick darauf schmeißen, auf den ganz normalen Zephyr. Okay, hier habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen rumgemalt, aber so sehr eigentlich tatsächlich mein ganz normaler Zephyr aus, den ich tatsächlich auch noch behalten habe. Normalerweise habe ich mir angewöhnt, dass ich meine normalen Warframes immer lösche, sobald ich einen Prime habe. Aber bei, auch bei ihr habe ich gesagt, so ein bisschen wie, nee, ich möchte das eigentlich gerne behalten. Einfach so ein bisschen zu sagen, ja, das sieht eigentlich cool genug aus, dass man es behalten kann. Lass uns aber ganz kurz mal jetzt eben den Skin austauschen, damit man den mal hier gerade sieht. Weil das ist tatsächlich schon der Immortal Skin und das wäre der normale. Und jetzt seht ihr schon, was ich meine mit den schwarzen Stücken. Alles, was jetzt hier schwarz montiert ist, hier unten zum Beispiel, was an den Knien montiert ist, hätte ich fast gesagt, und hier oben überall, das ist farblich, verändert sich gar nicht. Es sei denn, wir machen den Immortal Skin auf, pupp, wird das alles schön eingefärbt, wodurch man auch viel besser womöglich den Warframe teilweise erkennen kann. Zum Beispiel hier unten das hier, wenn das hier schwarz wird, es wird so viel weggenommen eigentlich von dem Warframe, was man nicht einfärben kann, was echt unangenehm ist. Deswegen bin ich halt ein sehr großer Fan eben von dem Immortal Skin. Ausgezeichnet, sage ich. Deswegen lasse ich ihn auch gnadenlos drauf. Soviel zum Thema Baro für heute und eine Kleinigkeit noch, bevor wir uns um die Glyphe hier im Hintergrund kümmern. Und zwar, mit dem Beginn des Deathstreams können wir eben, wenn wir eine Stunde lang, entweder den Deathstream selber oder eben auch andere, ich sag mal, offizielle Warframe-Partner eben gucken über Twitch, können wir eben jetzt was absahen gehen. Es geht nämlich darum, um Skins für unsere Schiffe. Und nicht nur einen Skin, sondern über das ganze Wochenende verteilt. Beginnt eben mit Freitag, also Freitag, Samstag, Sonntag und, so wie ich es verstanden habe, Montag, gibt es eben jeweils einen neuen Skin. Ihr müsst nur eine Stunde lang irgendjemand dann am Stück gucken und dann kriegt ihr eben diesen Skin im Spiel zugesandt. Deswegen ist eine sehr coole Sache. Falls einer noch nicht geschaut hat, wie das alles gehen muss, natürlich muss euer Warframe-Account mit dem Twitch-Account verbunden sein und jada, 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 jada. Lange Rede, kurzer Sinn, das wird auch glücklicherweise auf der offiziellen Webseite, glaube ich, ein bisschen besser noch erklärt, als ich es jetzt gerade getan habe. Aber ja, das müsste passiert sein, dann müsst ihr eigentlich nur natürlich eingeloggt sein bei Twitch und dann halt den jeweiligen gucken und dann ist halt eigentlich gar kein Problem und ihr kriegt danach so einen unterhaltsamen Skin in der geschmissen. Für die meisten Schiffe. Ich glaube, Lisset war dabei, Mentes war dabei, Scimitar war dabei und die Xiphos. Wo ich jetzt mir gerade überlegt habe, sind das nicht sogar schon alle? Wahrscheinlich schon, ja. Und das halt immer für 24 Stunden habt ihr eben Zeit, diese eine Stunde zu gucken.
Falls es einer ein bisschen genauer nachlesen will, kein Problem. Ich habe es unten drunter nochmal extra verlinkt. Ja, nämlich der Deathstream heute, der stattfindet, hat diese Information eh nochmal drin. Und ich habe auch gesehen, ich habe eine E-Mail dazu zugesandt bekommen vor ein paar Tagen. Gut, dass ich die nicht gelesen habe. Aber wie dem auch sei, jetzt habe ich es ja noch gesagt und es ist früh genug. Diesmal habe ich es noch geschafft, weil sonst schaffen die Entwickler nämlich das immer, mir E-Mails zuzusenden oder Informationen zuzuwerfen. 5 Minuten bevor der Stream anfängt. Nicht so, wie soll ich jemandem das jetzt noch sagen? Ich meine, bis ich ein Video fertig habe, ist der Stream schon lange vorbei. Aber in diesem Falle habe ich es vorher getan, sofern ich es schaffe, vor 20 Uhr ein Video fertig zu haben. Aber ja, diesmal wisst ihr Bescheid. Ihr könnt eben jetzt, wenn ihr Leute halt euch anguckt, Skins für eure Schiffe absahnen und die solltet ihr vielleicht in dem Zusammen mitnehmen. Apropos, falls ihr jetzt nicht wisst, wen ihr überhaupt gucken gehen könnt, auf der offiziellen Seite sind auch alle offiziellen Twitch, also Warframe-Partner, eh verlinkt, wo ich auch bei bin. Aber nein, ich tue ja nicht auf Twitch ja, streamen, deswegen müsst ihr euch schon jemand anders da krallen und den einfach eine Stunde im Hintergrund irgendwo anhaben und sagen, auf, wie geht's? Und dann kriegt ihr eben Skin dafür hinterher geschmissen. Ausgezeichnet. So, jetzt gehen wir mal langsam los eben zu der Verlosung dieser Glyph im Hintergrund und ja. Alle 2 Wochen muss ich immer eine neue Frage aufschlagen und diesmal habe ich mal wieder mir eine Frage überlegt, die mich auch wieder sehr interessiert. Und zwar folgendes. In absehbarer Zeit wird ja die Quest Sacrifice bei uns aufschlagen, wo wir wahrscheinlich ja einen gewissen Excalibur Umbra dann in einer gewissen Weise nicht nur zu Gesicht kriegen, aber vielleicht auch dann endlich zu unserer Sammlung von Warframes hinzufügen können. Ja, sagen wir es mal lieber so. Und jetzt frage ich mal ganz dämlich, was glaubt ihr, was der für Skills haben wird? Ich meine, natürlich könnten wir jetzt sagen, oh, wir können bei der chinesischen Fassung vielleicht gucken von dem Spiel. Ja, ich weiß. Da wurde der großartige Kollege Excalibur Umbra Prime genannt. Aber nur weil er Prime heißt, muss er kein Prime sein. Aber auf jeden Fall ist es Umbra, Excalibur. Und deswegen sind die Skills, die er haben wird, ja womöglich mit dem, den wir sehen werden, irgendwo identisch. Und jetzt frage ich mal ganz dezent, ohne dass ihr es jetzt großartig nachgucken geht, was glaubt ihr so im jugendlichen Leichtsinn gerade? Was glaubt ihr, was Excalibur Umbra für Skills haben wird? Oder ob es wirklich die gleichen Skills sein werden, die der jetzige Excalibur schon hat? Was ein bisschen schade wäre, weil das, ich meine, wir kennen jetzt Excalibur schon ein paar Tage länger und so, aber das würde mich mal interessieren, was ihr glaubt, was der für Skills haben wird. Ob sie gleichen sein werden oder vollkommen andere? Who knows? Ich meine, wahrscheinlich gibt es die Information irgendwo auch schon, aber wie dem auch sei, ich tue jetzt mal, ohne dass ihr das jetzt lange nachschlagt, wehe, guckt nach. Nein, aber überlegt das mal einfach für euch hin und dann haut einfach mal eure Meinung in die Comments. Meinungen müssen nicht Fakten sein oder sind in der Regel auch keine, deswegen einfach mal eure Meinung drunter tackern und ihr seid bei der Verlosung für diese Glyphe im Hintergrund dabei. Und ich versuche euch über die Kommentare ebenfalls zu kontaktieren, sobald ihr eben gewonnen habt. Am besten noch vor Ablauf der Ende der nächsten Woche. Und ja, werdet ihr schon sehen, wenn ihr angeschrieben worden seid. Alle weiteren Informationen stehen übrigens wie immer in meinem Kommentar drin. Mich nicht danach fragen, warum, wieso, weshalb. Lesen, was ich euch geschrieben habe. Das alles, was ihr wissen müsst, steht dann in dem Kommentar, den ich euch schreibe, wo ich euch sage, Alter, übrigens, du hast gewonnen. Okay, das heißt zwar nicht so, aber so ähnlich. Gut. Das war es erstmal wie von mir. Danke fürs Beispiel zuhören. Das war MK3 und ja, wir sehen uns dann sehr bald wieder, wenn ihr mögt, eben mit einem gewissen Video. Womöglich mit der Zusammenfassung vom Deathstream und tatsächlich Fallout 4 Videos. Ihr werdet sagen, warum kommen so viele Fallout 4 Videos die ganze Zeit? Ich habe mal was vollkommen Neues gemacht. Ich habe tatsächlich vorgearbeitet. Ich habe diesmal mich hingesetzt und fast 3 Stunden lang Fallout aufgenommen und habe einfach danach angefangen, daraus die Videos zu machen. Was ich nicht nochmal machen werde, zumindest nicht von der Länge. Also kürzer war das gut, aber 2,5 Stunden war es für mich teilweise nicht mehr übersichtlich, wo überhaupt eine Folge anfangen soll und wo ein neuer anfangen wird. Und generell war das stressig für mich, deswegen mache ich vielleicht nicht nochmal so, aber hey, ich wollte ja unbedingt auch mal vorwärts kommen langsam im Spiel. Gut, bis die Tage also und ciao.